Wenn sich alles verändert, wenn alte Strukturen plötzlich nicht mehr funktionieren, wenn wir plötzlich in eine Phase kommen und nicht wissen, was kommt danach, was gibt uns Halt, wie können wir damit umgehen? Darüber spreche ich heute mit der wunderbaren Anne Heinze. Hallo Anne. Hallo Thomas, grüß dich. Und das erleben Sie auf Mystica TV. Wendezeit, Wandlung. Viele Menschen befinden sich momentan in so einer Phase und wenn man es genau bedenkt, auch unsere ganze Gesellschaft. Viele Veränderungen überall. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, liebe Anne. Ich grüße dich. Hallo. Ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist seit 88 erfolgreich als Coach, Therapeutin, Heilpraktikerin und Ausbilderin tätig. Bist für viele, viele tausend Menschen schon eine gute Hilfe gewesen mit deinen Büchern und auch in persönlichen Beratungen. Und man kennt dich mit langen Haaren und die erste Veränderung sofort offensichtlich, eine ganz neue Frisur, sehr schön auch. Und im Vorgespräch bzw. in einem Video hast du ganz offen darüber gesprochen, dass du selber gerade in einem fundamentalen Wandel dich befindest. Mhm. Wo stehst du gerade oder wie kamst du dahin? Was ist da geschehen? Ich glaube, ich fange an mit dem, wie kam ich dahin, wo ich gerade stehe, ich habe keine Ahnung. wie kam ich dahin? Es ist eine längere Entwicklung. Mhm. Ich habe in meinem ganzen Leben sehr häufig innere Auszeiten erlebt. Und zwar, wo ich wirklich große Nähe verspürt habe. Spüren ist schon wieder falsch. Erlebt habe. Das war einfach da. Sein, Bewusstsein. Leere, Stille, Präsenz, Liebe. Mhm. Ich weiß es nicht. Und dann ging das immer wieder. Mhm. Dieses war ein Gefühl, so einfache Erlebnisse, Erfahrungen, um es mal so zu sagen. Und dann kam wieder mein Alltag und ich habe natürlich meine Arbeit gemacht und ich habe sehr erfolgreich gearbeitet und war aber dann immer sehr stark verstandesgesteuert. Mhm. Und diese andere Seite von mir, die habe ich so für mich still und heimlich gelebt, das Spirituelle. Habe mich auch mal sehr mokiert und lustig gemacht, muss ich wirklich sagen, zu meiner Schande, über Esoterik. Wobei ich das wirklich auch gerne unterscheide zwischen fundamentaler Spiritualität, mhm, die Sinnsuche im Leben, mhm, und auf der anderen Seite Esoterik, was sehr, naja, hat viel mit abhängig machen zu tun, mhm, irgendetwas zu verkaufen. Oberflächlichkeit, spiritueller Materialismus und all die Dinge, die damit zusammenhängen. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt und ja, vieles davon abgelehnt, mhm, und habe gesagt, ich mache das auch nur im stillen Kämmerlein. Ja, die Anne Heinze, die macht das alles. Sehr professionell. Ja, und geplant, ja, strukturiert. Geplant, ja genau, zielorientiert, mhm, und mit Methoden und Businessplan, ja, mhm, sowas alles. Mhm. Und das geht mir immer mehr flöten. Das verschwindet immer mehr. Und ich habe diese Erinnerungsphasen, sag ich mal, an diese Verbundenheit mit dem Sein immer wieder erlebt und die Abstände wurden kürzer, mhm, und dieses Sein wurde länger. Mhm. Und ich habe nie drüber nachgedacht, damit irgendetwas zu machen, ob ich es verlängern kann oder, weißt du, es gibt ja Menschen, die sind so auf der Suche nach Erleuchtung und ja, nach dem Erwachen. Genau. Und wenn dann sie ganz viel meditieren, ja, Räucherstäbchen, Kerze, mhm, Om-Om-Musik. Und das Ganze als heiligen Moment betrachten, ja, und dann mehr, ja, davon haben wollen. Und genau, ja, das ist es ja, was es eigentlich wieder verhindert. Das verhindert das, ja. Ich habe aber das noch nicht mal gesucht. Mhm. Ich habe eher gedacht, naja, das ist sowas, so, na, weit weg. Und gibt schöne Bücher drüber. Die habe ich natürlich gelesen. Mhm. Weil es war so schön bereichernd. Weißt du, ich lese ja auch gern Romane. Ja? Und dann habe ich das erfahren. Mhm. Und ich habe das erlebt, wie sich das mit meinem Sein und meinem Alltag verbindet. Mhm. Mhm. Erst habe ich das noch gar nicht so erkannt und das ganz, ganz früher, ich habe vor 20 Jahren eine Nahtoderfahrung gemacht und da habe ich voll ganz deutlich und glasklar erkannt, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Denken, ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht mein Fühlen, ich bin was ganz anderes. Mhm. Das sind aber alles sozusagen Momente und, ja, Zustände, die kann ich nicht definieren, ich kann sie eigentlich auch nicht verstehen. Brauche aber oder brauche ich nicht den Mut, sie zuzulassen, weil sie so geschehen? Wie weit habe ich sie in der Hand? Ja, es hat was mit Mut und Zulassen zu tun. Zulassen, man hat es zu, mit Hingabe. Mhm. Hingabe. Es ist halt so, und irgendwie das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu verlieren, das ist kein schönes Gefühl. Ja. Das ist wie,
du fällst in bodenloses, tiefes Loch und weißt gar nicht, was dann passiert. Ja. Also gerade bei dir, wie ich dich so erlebe, du bist ja ein sehr strukturierter Mensch mit hervorragender Organisation und so. Das fühlt sich schon heftig an, aber es ist für jeden heftig, die Kontrolle zu verlieren. Was hilft dir dann trotzdem, das auszuhalten? Also im Moment war für mich die letzten Tage der größte Schritt, der allergrößte Schritt, es öffentlich zu machen und darüber zu reden. Und das nicht so im heimlichen, stillen Kämmerlein, ja, sondern ich habe darüber gesprochen und diese Resonanz, die mir dann geschehen ist, die war einfach überwältigend. Das ging, ich habe mit Menschen darüber gesprochen. Und zwar habe ich einfach so ein sehr absolut intensives Erlebnis gehabt. Können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Bin aus diesem Erlebnis raus, wo ich voll in dem Sein war, in dieser Verbundenheit, in ein Seminar gegangen, was eigentlich ein Ausbildungsseminar für Coaches ist. Und bin aber nicht aus diesem Einssein raus, sondern habe dann aus diesem Zustand heraus mit den Menschen gesprochen. Und was sich da bewegt hat, was da... Deep Talk habe ich das genannt, als Gegensatz zum Small Talk. Das sind alle schön, ja. Deep Talk, das geht in die Tiefe, das geht jenseits von Planen. Also fast schon wieder so eine Art Satsang, was ja auch wieder ein Label ist, man sich vielleicht gar nicht auf. Ne? Ja, aber Satsang musst du wieder erklären. Beim Small Talk Gegensatz Deep Talk weiß jeder, ach so klar. Ja, klingt viel besser, stimmt. Ja. Das Video, möchte ich noch erwähnen, ist tatsächlich total hübsch und total berührend. Da kommt auch so ein Eichhörnchen rein. Ich will nicht zu viel verraten, wir verlinken es unten. Das ist das Video, das ich auch unglaublich mutig fand, weil du selber da einfach gesagt hast, ich weiß auch gar nicht weiter. Ich bin jetzt da, wo ich bin. Das alles verändert sich. Ich könnte ja weitermachen und sagen, Mama, alles weiter. Ich kann es nicht. Ja. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen bei diesem Team Talk. Voll egal. Okay, das hat. Voll egal. Wenn ich es teile, wenn ich es mitteile, eine unglaubliche, wie so ein Dominoeffekt entsteht. Bei anderen ist es wie ansteckend. Es ist wie ansteckend, infektiös. Oder entflammen, um es positiv zu sagen, Lichter entzünden. Ja. Es hilft auch anderen auf ihrem Weg, sowas zu hören, davon zu hören. Hab den Mut, die Lücke zuzulassen und dich darin sogar wohlzufühlen, oder? Ist es das? Genau. Nicht bekämpfen und nicht, ich muss immer wissen, dieses blöde Ding da oben, was rattert und rattert und rattert. Mal einfach sagen, du pass auf, jetzt ist okay, nachher darfst du wieder. Und auch nicht zu verteufeln, was ja auch herzlich nutzlos ist. Und dann, ich saß auf einer Insel, Lanzarote und habe so etwas mehr geschaut über die Bucht und das Risco von Famara und schöne Musik gehört und war einfach nur in der Stille und bei mir. Und in der Stille habe ich Musik gehört, fast wie diese Glocken jetzt. Also ich meine, ich hatte keine Musik an, ich habe die gehört. Ja. Und dann war mir klar, dass Musik nur entsteht durch einen Ton, noch einen Ton, noch einen Ton. Und dazwischen braucht es die Lücken. Und das ist mit Sprache so. Ich kann sagen Thomas, ich kann aber auch sagen T, H, O, M. Die Lücken sind auch da. Und zwischen Worten kommen Lücken. Zwischen Sätzen kommen Lücken. Zwischen Absätzen sind die Lücken. Und dadurch entsteht Sprache. Und das Gleiche übertragen, auf einmal hat es Klick gemacht in meinem Kopf, das sind ja die Gedanken auch. Ich muss nur auf die Lücken von den Gedanken warten. Und in den Lücken, da ist nicht die Musik, da ist nicht die Sprache, sondern das Nichts. Also Mut zur Lücke oder auch Mut, den Raum zuzulassen, indem ich nicht weiß, was morgen ist. Jetzt sind natürlich Menschen vielleicht auch in schwierigeren Krisen, Trennung von der Arbeit, Trennung von der Beziehung, entweder das Leben selbst hat es gemacht oder mir selber ist es geschehen. Natürlich fange ich dann sofort an, mir Sorgen zu machen und sofort Pläne zu schmieden, weil ich das ja nicht aushalte. Es könnte ja sein, dass ich kein Geld mehr habe. Was soll ich dann machen? Dann bin ich irgendwie unter der Brücke und also dann spielt der Gedanke, der Verstand schon wieder verrückt. Hab ich alles gehabt? Ja. Furchtbar. Was hilft? Was kann ich tun? Also mir hat sehr geholfen, mich kurz zu besinnen und mich an Sören Kierkegaard zu halten. Du kannst dein Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Der Satz von ihm ist toll. Weil wenn ich mein Leben rückwärts betrachte, dann sehe ich einfach, dass ich nur folgen muss. Dass ich einfach
je weniger ich wollte, je mehr ich mich verlassen habe auf die Intuition und sage, okay, umso besser war es. Mhm. Und ich muss mir jetzt keine Sorgen machen. Ich habe jetzt ein paar Projekte einfach gestoppt. Mhm. Nach diesen intensiven Erlebnissen und Erfahrungen, die erst Tage, Wochen, ein paar Monate sind, wo diese Phase so anhält, wo ich einfach gedacht habe, ich höre auf zu planen. Weil nur eins war mir voll klar, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Und komischerweise habe ich das irgendwie intuitiv schon gedacht. Ich habe ein bestimmtes Ausbildungskonzept, Seminarkonzept, nur bis Ende 2016 terminiert. Mhm. 2017 habe ich noch gar nichts gemacht. Mhm. Aber gesagt, ich weiß noch nicht, was kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, was da alles dazu geführt hat. Ob das das Haare abschneiden war, ich weiß es doch nicht. Was ja ganz spontane Entscheidung war, ne? Hast du mir erzählt. Ja. Das ist jetzt auch nicht geplant. Das hatte schon eine längere Vorgeschichte. Ja, okay. Hm. Naja, in dem Sinne, dass ich wollte eigentlich immer schon lange mal wissen, wie ist denn eigentlich meine Normalhaarfarbe. Ja, ja. So, und mein Friseur sagte immer, wenn du 60 bist, dann darfst du das haben. Mhm. Ja? Und ich hatte 10 Jahre Diskussion mit ihm, wenn du 60 bist. Und dann war mein 55. Geburtstag, ich habe gesagt, okay, ich färbe sie mir jetzt grau. Ich mache ganz das Hellste, was geht. Das ist voll in die Hose gegangen. Und da stand ich vorm Spiegel und habe gesagt, okay, was hast du jetzt für eine Wahl? Schere. Dann habe ich mir einen Zopf gemacht, den Zopf abgeschnitten, das sah aus wie abgenagt. Dann habe ich gesagt, okay, Kurzhaarschnitt geht auch nicht. Und dann bin ich zur Tanke gefahren, habe mir einen Einwegrasierer geholt und habe das alles abgemacht. Mhm. Und habe auch gedacht, ja, mal weg mit dem Ballast und gucken, was wirklich drunter ist. Sie wollte keine Chemie mehr auf dem Kopf haben. Das war eigentlich der Aufhänger. Weißt du, ich kann davon erzählen, ess gesund und kümmere dich um deinen Körper und schmier mir jeden Monat die Chemie auf den Kopf. Wie pervers ist das denn, ja? Und dann habe ich die Glatze gehabt. Und ich habe mir keinen Moment darüber Gedanken gemacht, wie dann die Reaktion der Umwelt ist. Am nächsten Tag habe ich meinem Sohn geskypt, der meinen Geburtstag vergessen hatte. Der fiel in Ohnmacht. Und dann sagt er nur, ah ja, klar, dich kennen wir ja, bist ein bisschen verrückt, also mach mal. Ja. Und das ist wie, es gab eine ganz merkwürdige Kettenreaktion an Dingen, die ich gemacht habe, wo ich keinen Grund dafür hatte. Also das ist ja, das schwingt so ein bisschen durch und das finde ich auch eine sehr realistische Sichtweise. Wir können gar nicht wissen, was wir selber steuern oder was das Leben von uns will. Was haben wir wirklich in der Hand? Ja? Und da gilt es wahrscheinlich zu lernen, zu vertrauen, wie du schon sagtest, der Intuition zu folgen, immer mehr auf diese feine Stimme zu hören, aber auch den Mut zu haben dann, ne? Wirklich diesen Weg zu gehen. Ja. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir geführt werden. Das ist irgendein Sinn. Es ist Sinn, der Sinn ist auch in den Lücken. Ja, der ist oder gerade in den Lücken zeigt er sich, ist er wieder zu spüren. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, wahrscheinlich sich auch im Alltag diese Lücken regelrecht zu erarbeiten. Klingt schon wieder eine harte Arbeit, aber sich Raum zu geben, ja? Ja. Oder? Zulassen, Hingabe zulassen, herzulassen, geschehen lassen, geschehen lassen. Und möglichst wenig wollen und wirklich zu warten, bis die Lücke zwischen den Gedanken entsteht. Weil die Gedanken sind wirklich, das ist so eine richtige Geißel. Eine Geisel gegen dieses wirkliche Bewusstsein. Es gibt ja Menschen, die versuchen, das Bewusstsein und diese Leere mit Doppel-E zu erreichen, indem sie möglichst viel denken und sich konzentrieren und fokussieren. Meine Erfahrung ist eine andere. Je mehr ich so mache, und es gibt viele Wege. Ich sage überhaupt gar nicht, dass das, dass das irgendwie allgemeingültig ist oder übertragbar. Aber was ich erfahren habe, ist im Sprechen mit vielen Menschen, seitdem das so geschehen ist, dass die Einladung und die Erzählung von der Möglichkeit, dass das passiert, bei vielen Menschen so ein echt? Ja. Du bist doch so ganz normal, du bist auch so eine Kopfige und mit Erfolg kann man auch so sein, ich muss nicht mit Jesus latschen und ökomäßig und erfolglos und nur auf Spendenbasis arbeiten. Weißt du, so diese ganzen vielen Glaubenssätze, die uns immer einschränken. Ja. Oder auch der Glaubenssatz, wo wir vorhin bei den Gedanken waren, gibt es ja auch anders so einen Glaubenssatz, ich muss es erreichen, dass möglichst Gedankenstille herrscht. Nee, nein. Gedanken sind einfach da, die wuseln rum, solange ich mich nicht ständig mit ihnen identifiziere. Ja. Habe ich auch versucht. Ja, hallo, jetzt aber, wenn du da oben so einen Hochleistungsmotor hast, den will ich auch wirklich gerne einsetzen. Ja. Also, und jetzt sage ich dem jetzt, sei mal lange still. Ja, ja. Ja, der verreckt. Ja, ja, oder grübelt nur noch rum oder macht irgendwie einen Schmarrn. Das wird viel schlimmer, wird ein Perpetuum mobile. Ja. Und einfach sagen, okay, ich habe die Gedanken und ich habe diesen Verstand und sag, ja, du darfst sein, aber gib mal Stille. Ja. So, und jetzt bist du hier und jetzt hier mit mir zusammen, lebst in diesem Zwischenraum und schaust, was geschieht? Ja,
Ich schaue, was geschieht. Ich bin offen, was kommt. Ich habe manchmal so, wenn ich das jetzt so sage, dann macht so, es wie so ein Herzwehe, nenne ich das immer, weil sich so wie so eine Wehe anfühlt. Und Wehen weiten und danach kann was geboren werden. Also so Herzwehen. Schön, also wer das spürt, schön. Herzwehen zulassen, ja. Und ich weiß nicht, was kommt. Aber du spürst, dass etwas kommt und lässt es einfach kommen, da du gar nicht weißt, was es ist. Also so. Nein, dieses Toing Deep Talk, das Wort war da. Ja. Es wird Deep Talks geben. Ich weiß nicht. Vielleicht ist da jetzt schon einer hier, wirst du ja gar nicht. Nein, er wäre anders. Wäre anders, okay. Ja, weil das ist eine ganz komische Geschichte, wie das passiert ist. Ich habe eigentlich gedacht, nur wir gehen in ein Gespräch, aber um diese Stille zuzulassen, muss ich diese Stille einleiten und einladen. Mhm. Und ich habe mit den Menschen eine Meditation gemacht. Einfach eine Meditation gemacht und versucht, da oben, dass es darf sein, aber ihr dürft auch gehen. Und diese Lücken zwischen den Gedanken eingeladen. Schön. Das weiß nicht, hat nicht lange gedauert, Viertelstunde vielleicht, 20 Minuten. Und es war tatsächlich ähnlich, Und dann habe ich gesagt, wer jetzt Lust hat, der kann sich da hinsetzen und aus diesem Raum der Tiefe Fragen stellen oder was teilen. Und dann kam aus diesem Zustand heraus ein Gespräch zustande. Und das war tatsächlich Seelenbegegnung. Ja, war schön. Ich glaube, genau das ist in unserer heutigen Zeit eine der wichtigsten Botschaften, das spüre ich immer wieder, sich diese Stille zu erlauben und wieder immer wieder Räume der Stille sich selber zu schaffen, wie auch immer, Räume des Nichtwissens. Ja, aber deswegen muss ich nicht zum Eremit werden. Ne? Ja, das haben ja genau. So ganz viele im Kopf. Ich kann total das tun und auch geschäftig sein in dem, was ich tue und den anderen Teil meiner Persönlichkeit nicht verleugnen. Ja, schon. Und dieses, ich spirituell, bist du ein spiritueller Mensch? Ja. Wir sind alle Menschen und haben das alle in uns und das ist etwas völlig Normales. Ja. Wahrscheinlich noch viel normaler, als wenn wir ständig mit unserem Verstand alles Mögliche versuchen zu kreieren. Du, ich glaube, es geht jetzt in dieser Zeit um Integration dieser beiden Seiten. Ich hab Klienten, die sind Manager in einem großen DAX-Unternehmen und fragen mich dann, beim Erstgespräch werde ich nie vergessen, was bist du für ein Sternzeichen? Krebs, okay, das passt. Was denn? Waage, okay, ja gut, dann können wir gut miteinander arbeiten. Hallo? Ja. Und sage ich, wie ist denn das, machst du das ja auch mit deinen Mitarbeitern? Nein, so nicht, aber ich gucke schon im Personalbogen sehr genau nach. Ja, also, wie wäre das, wenn der dazu stehen würde? Es gibt Menschen, die arbeiten mit dem Enneagramm. Ja. Im Unternehmen, um zu schauen, was ist denn die Stressreaktion eines Mitarbeiters zum Beispiel. Auch rein spirituelles, uraltes Wissen, ein Werkzeug. Ja. Und es kommt immer mehr wieder in die Gesellschaft. Wir können da viel tun dafür. Wunderbar. Anne, ich danke dir. Sehr schön, sehr berührend. Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder. Vielleicht hier, vielleicht woanders. Danke dir. Danke, Thomas. Schön, dass ich da sein durfte. Sehr schön. Ja, und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich ganz viele Momente des